Wunderbar. Das Bild kennen wir schon. Okay, das Bild kennen wir noch nicht. Auch bei Nacht. Oder bei Dämmerung. Das trifft es, glaube ich, eher. Licht, gut zu sehen. Muss er gehen raus. Klar, dass da wieder zu viele Autos sind. Um so wirklich rüberzukommen. Nimmt ja gar kein Ende. Das nimmt ja gar kein Ende, dieses Spawn, oder was da. Ah, bleibt eigentlich nur hier die übliche Methode. Wenn du eine Kreuzung willst, dann musst du einfach dir die Vorfahrt nehmen. Also. In ETS 2 zumindest, also in ETS 2 und ATS. Ohne Schöne geht aber nicht anders. Boah, du clearst den Traffic. Bei den Discord Golden Commands, aber dann doch lieber so, dann kann auch ein Unfall passieren. American Truck Simulator gibt es da eigentlich viel Transportschwelder. Ist mir erstmal gerade so in den Sinn gekommen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also, ich kann mich wieder daran erinnern, dass er existiert noch, dass er nicht existiert. Also, mich aber erstmal interessieren, weil in America, Euro Truck Simulator 2 gab es ihn ja irgendwann. Seit dem Skandinavien DLC.
passt, ich sehe nichts. Da wären in diesem Fall, obwohl ja gut, Pilotwarte, da kriegst du eher weniger für solche Transporte. Wobei, dann wäre es vielleicht sinnvoll nicht, also sinnvoll für dich, für den Fahrer vielleicht schon, aber nicht für den nachfolgenden Verkehr und so weiter, von die arbeitsamtliche Anschaltung zu gucken, wo es kommt. Runter wie weg hoch, okay. Ja, wir sind diesmal mit 121.000 Pfund doch schon. Wie lange haben wir denn so was? Wie man sieht. Die Besorgungsdaten sind so was offenbar. Wie gesagt, das führt sich noch in einem unserer eigenen Weg. Nächste Hürde. Wunderbar. War jetzt eingestellt. Neunundfünfzig, okay. Ist in Ordnung. Was ist denn für ein Chip Distance? 168 Meilen oder so? Was hin? 60, mit aus dem Dreh. Da vorne irgendwie so ein, was ist das, so ein Chemikalien-Trailer oder so, der das noch zum Beispiel oben drauf hat. Ich kann mich nicht mehr erinnern, da kommt der Spech, ist zu lange nicht mehr gespielt. Ich meine, ich hab's mich mehrmals gefragt und
hören, weil er hockt. Und noch nie fahren können. Trotz komplett vollem vollen Profil, so gesehen. Mittlerweile mehr Gewicht haben, als auf Papieren steht. Das würde mich interessieren, ob das jemals kommen wird. Das wäre nämlich auch schon wieder so eine Sache. Aber ich frage mich, wie man das simulieren kann. Also, ja doch, wobei simulieren kann man schon, wenn man sagt, okay, ja. Du hast jetzt für so und so lange deinen Führerschein entzogen bekommen. Dann kann man das zeitlich halt schon simulieren. Ja, dann, ich meine, wenn du eigene Fahrer hast, dann tut es dir halt nicht so weh. Aber wenn du... Oh, stellt euch mal vor, man macht das nur sogar so, dass ich für 30 Tage deine Firma nicht funktioniert, du irgendwie 100.000 Strafe zahlen musst oder 500.000 Strafe zahlen musst und keine Ahnung, deine Firmen-Trucks verpfändet werden, das ist doch quasi noch relativ von vorne anfangen, das stellt euch erstmal vor. Das wäre natürlich auch ein Stück. Also deinen eigenen LKW würdest du dann quasi so gesehen behalten, aber die Firmen-Trucks sind weg und die Firma auch so gesehen. Also nicht die Firma selbst, aber die Firma ist dann wieder quasi auf Stand Null. Das wäre natürlich schon krasser Game Changer. Freie Bahn. Ich habe auch schon was. Noch eine etwas andere Herausforderung. Wenn das halt so eine, also ja, auch wenn das ganze Firmen und LKWs einstellen und Garagen ausbauen, denen halt schon so ein verdammt, mir ist mir das Wort entfallen. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ich bin zu weit gefahren. Anders nochmal, was ich sagen wollte. Mir fällt es nicht wieder ein, auch wenn ich weiß, wie ich gekommen bin. Also, was ich gedacht habe, bevor ich gekommen bin. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt das war, was ich meinte. Aber... Ja, doch schon. Also, ich meine, das mit dem... Das Spiel ist ja eigentlich eher so ausgelegt auf... einfach nur fahren und Spaß haben dabei, so gesehen. Aber hat ja halt trotzdem diesen...
durch diese Firmen und Garagen und LKWs und Fahrer und so weiter hat ja schon zumindest einen kompetitiven Ansatz, so zu formulieren. Bevor ich hier das Problem nicht habe, hier mit dem mit dieser Ladung. Ah, perfekt. Aber das würde halt natürlich nochmal so ein ganz anderes Competition-Feeling reinbringen. Besonders wenn es dann irgendwie, was weiß ich, wenn man dann auch noch irgendwie andere Firmen reinbringt oder so, die halt, ne, auch eine gewisse Economy haben, auch ein auch eine wandelnde Economy. Das würde dann halt das Ganze dann halt noch komplett mehr verwirtschaftlichen, das ganze System, aber hätte natürlich auch was. Das ist halt die Frage, ob es könnte man vielleicht mit Hilfe hier im Gameplay dann halt hier irgendwie sagen, was weiß ich, Spieleinstellungen, keine Ahnung, kompetitiv Modus anschalten und so weiter oder sowas in der Richtung. Für die Leute, die das dann haben wollen. Oder was weiß ich, dass man halt dann einfach so ein DLC mit quasi rausbringt oder so ein kostenloses DLC anbieten, wie auch immer. Hätte was. Wäre mal was Neues.